Wir spielen Vigo Vacation, ja. Und fahren mit der Bimmelbahn, la 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 la. Huh, zweimal Part von Vigo Vacation. Wir starten heute mal ein bisschen früher. Also, ich bin jetzt schon im Menü dran gegangen mit unserem Hund jetzt hier. Den habe ich im letzten Part erstellt. Und ja, der soll jetzt immer dabei sein. Wir könnten sogar schon ins Stadtresort, aber wir bleiben im Seeresort, denn wir haben da noch einiges zu erkunden. Einiges, sehr, sehr viel. Und heute machen wir eine nächste Attraktion, aber das wird uns schon die gute Lilly sagen. Für die Frohbucht, ja, genau. Willkommen im Seeresort, Mari. Du hast 7 von 7 Schatztruhen im Resort gefunden. Du hast an 7 von 7 zu dieser Tageszeit verfügbaren Fotopunkten ein Foto von dir machen lassen. Als nächstes Aktivität schlage ich die Taugen vor. Du findest sie auf der Karte. Probier sie aus. Bis später. Ja gut. Ich würde sagen, wir fahren da einfach mal gleich hin. Vorne blinkt es ja schon so schön. Und ich meine, wenn wir schon hier mit dem Jetski unterwegs sind. Oh, da rechts ist es. Ich kann euch kurz was zeigen. Wenn es euch interessiert. Hier ist ja noch flach, oder? Nee, man kann tauchen mit dem Jetski. Und zwar geht es, wenn man Gas gibt, hochspringt und Nunchuck nach unten, also nach vorne drückt. Man kann sogar unter dem Ding durch. Lol, das ist mir neu. Cool. Sehr, sehr lustig. Dude. Wow, wow. Wow, Mann, ich wollte nicht ins Wasser. Ich wollte hier über meinen Jetski absteigen. Obwohl, das ist ganz schön weit. Fahre ich doch die im Jetski. So. Oh, ja gut, hi. Willkommen. Ah, willkommen, reist du deinen Aufenthalt... Ach, wieso? Genießt du deinen Aufenthalt im Seeresort, was auch immer. Da lag dich ja ein, wenn du tauchen möchtest. Tauchen wäre schon immer eine unserer beliebtesten Aktivitäten. Mit einer Sauerstoffflasche kannst du dich frei im Meer bzw. im Wasser bewegen. Die Welt des Ozeans hat etwas Magisches an sich. Du kannst entweder Tauchorte erkunden oder einfach Fotos von Fischen machen. Hast du Lust, das Tauchen auszuprobieren? Ich bin mir sicher, dass ein paar unvergessliche Erlebnisse auf dich warten. Es tut mir leid, aber für Wu ist es Zeit, auf dem Boot zu warten. Oh, Wu darf nicht mehr tauchen. Finde, tauchen, Fischsuche. Finde die Meeresschildkröte in 5 Minuten. Trage mit den anderen ein Coop-Spiel aus. Ja, das kann ich auch machen, immer mal. Schüttle die Wii-Fernbedienung. Bewegen. Stick ändern, okay. Anhalten ist B und A, zu wenn ich eine finde. Okay, probier's aus. Ich kann mich erinnern, dass es eigentlich ganz cool war. Aber manche Sachen waren mir damals zu schwer. Mal schauen, ob sie für mich jetzt einfach sind. Mal gucken. Die Meeresschildkröte. 6 Mal müssen wir die finden. Oh. Nein. Ah, da kann man hoch und runter tauchen. Alles klar. So, wo bist denn du? Da unten wahrscheinlich, oder? Wenn es hier so dunkel ist. Ah, nee, wir haben nur den Bereich, oder? Der Bereich ist gar nicht mehr dazu, oder? Ja. Tatsächlich, ja, okay, dann sollte es nicht so schwer sein, 6 Schildkröten zu finden, oder? Schwimmen wir mal eine Runde. Oh, da ist ja schon eine. Hi, wollte eigentlich außen rum schwimmen, aber da ist ja schon die erste. Yay, gut, danke. Dum, 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 daram. Die Musik ist motiviert. Dum, dum, daram, dum. Oh, da sind gleich 2, 3. Oh, 4. Okay, dann haben wir fast schon alle. Okay, ich würde sagen, wir verfolgen die, da rechts schwimmt. Damit die uns nicht aus unseren Augen rausschwimmt. Also, dass wir die nicht verlieren aus unseren Augen. Gut. Dann da war noch einer. Ah, kommt gleich zu mir, nett. Und da hinten sind die letzten beiden. Wenn es die sind. Also, die haben wir noch nicht. Und die haben wir noch nicht. Gut. Geschafft. Ja, okay. War echt recht easy. Muss man sagen. War okay. Yeah. Er freute sich unter Wasser.
Geschafft. Wir haben 10 6 Fische bzw. 6 Schildkröte 6-mal Schildkröte gefunden. Yay. Willkommen zurück. Wie war das Wasser? Je öfter du tauchst, desto besser bist du darin. Bitte komm später noch mal zum Tauchen vorbei. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Rekord, Mari. Auf Wiedersehen. Beim Tauchen. Ja, gut. Ja, cool. Wir haben jetzt schon die Hälfte der Aktivitäten gemacht. Das ist ziemlich cool. Mari, Glückwunsch. Du hast 5 Stempel. Als Belohnung verlangt dir etwas Besonderes. Hast du mal eine Aktivität wiederholt, die du schon einen Stempel hast? Wenn du einen Stempel gewinnst, kannst du neue Spiele, neue Spiele bestreiten. Außerdem kannst du in den Aktivitäten spielen, wann du willst. Spielaktivitäten noch einmal, lass dich überraschen. Und jetzt zum Kawaii, Stern, Stempel, Sprint. Als nächste Aktivität schlage ich dir vor, Surfen. Das geht nur auf der Kokonor-Insel, um dorthin zu kommen. Sprich mit einem Kokonor-Mitarbeiter beim Pier am Sonnenscheinstrand. Viel Spaß. Ja, ich würde sagen, das Surfen machen wir auch nochmal den Part. Damit wir vorankommen. Dann ist es ja schon hier tiefster Winter. Bei uns hier im echten Leben. Und wir sind immer noch hier im wunderschönen Seeresort. Und ich will nicht mitten im Sommer ins Schneeresort kommen. Mal gucken. Yay. Oh. Hey, du da. Ah, willkommen, komm hierher, wann immer du zu Kokonor Insel, dem Surferparadies übersetzen möchtest, machen wir uns auf den Weg. Es tut mir leid, aber für Wu ist es Zeit, im Surfhaus zu warten. Ja, wir fahren jetzt erstmal zur Kokonor Insel und surfen einmal. Ja genau, wir waren ja neulich schon in der Kokonor Insel, weil dort, als wir dort den einen Fotopunkt gesucht haben, der da hinten ist. Da hinten. Ich glaube, ich muss mit der Frau reden. Ich würde gerne ein anderes Board haben. Surfbretter wechseln. Nicht Board, sondern Brett. Ich glaube, das hatte ich immer, oder? Das hat eine Sonne drauf. Das Blaue ist nicht schlecht. Ihr könnt mal schreiben, welches ihr am schönsten findet. So, von den kurzen finde ich eigentlich das Vierer am schönsten. Und von den langen finde ich das Dreier am schönsten. Ihr könnt mal schreiben, was ihr am schönsten findet. Ich nehme erstmal jetzt mal das Vierer, weil es ganz cool aussieht. Ich will nicht im Wasser sein. Komm, geh wieder raus. Los. Hallo du, oh, wer bist du denn? Hi, bist du hier? Um an ein paar Surfaktivitäten teilzunehmen. Vorher möchte ich dir noch ein paar Weisheiten zum Besten geben. Es gibt 2 Situationen im Leben, an denen man keinen Rückzieher machen kann. Wenn es um Schutz deiner Familie geht und... Errätst du es? Genau, wenn du gegen eine große Welle behaupten musst. Es gibt kein Zurück, wenn du so ein Riesending... Wenn so ein Riesending auch angerauscht kommt. Ja, ja. Und wie sieht es heute mit den Wellen aus? Ich hoffe, du bist eine große. Gut, surfen, Wellenreiten. Versuche... beim Surfen Tricks zu zeigen. Sammle Sprungkraft an, um hoch zu springen. Zeige für eine gute Note in der Luft Tricks. Surfe weiter und sammle Sprungkraft an. Je mehr du hast, desto höher wirst du springen. Tricks, okay. Sprungkraft und springe Luft, okay. Okay, also man kann Tricks machen und man kann Backflips und so machen, soweit ich das verstanden habe. Mal schauen, wie es abläuft. Yeah, ich freue mich schon. Eigentlich kann ich im nächsten Part mir ein anderes Outfit mal machen. Weil das doch schon nicht schlecht wäre. Surfen. Oh, das muss ich echt schaffen, ne? Aber wie springe ich? Ich sollte mal hochspringen. Ja, 360 und noch einen. Ja, noch ein 360. Oh, mich hat's hingefetzt. Oh, shit. Das war nicht so elegant. Ja, naja. Und nun? Nein, ich will keine Wiederholung sehen. Schade, wieso freust du dich? Du hast es übelst verkackt. Wisst ihr, einmal muss ich es nochmal probieren. Das war gerade so erbärmlich, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Auch wenn wir sicher irgendwann nochmal surfen werden. Das geht so nicht. Okay, die Welle ist schon heftig.
Und... Und jetzt machen wir mal Tricks. Schließlich sie. Yeah! Und noch einmal den hier. Ich wollte eigentlich den anderen machen. Oh, jetzt hat sich wieder hingelegt. Ah, schade. Ja gut, na, passt schon. Passiert. Auch ein guter Server legt sich mal auf den Mund. Ins Wasser, keine Ahnung. Passiert. Ja gut. Ich glaube, im langen Server geht es sogar fast besser. Ich weiß es nicht. Ich finde es kurz auf jeden Fall cool aus. Das ist wie beim Pennyboard. Ich finde, Pennyboard sieht einfach besser aus als Longboard. Aber Longboard ist, glaube ich, einfacher zu fahren. Ja gut. Kurzes Surfbrett. Rang D. Neue 126 Punkte. Beenden. Okay. Hier mal Go Vacation. Gut gemacht. Je öfter du surfst, desto besser wirst du. Also halt dich ran. Mari, das gibt es nicht. Ein neuer Rekord wurde aufgestellt. Applaus für unseren Champion weiter so. Wenn das, was ich gerade gemacht habe, Champion, eine Champions-Leistung ist, dann könnt ihr alle nicht surfen, glaubt mir. Cool. Sehr, sehr cool. Gut. Nach 14, bis du 20 hast. Ja, ist doch schon mal ganz cool. Und jetzt zum... Ah, oh, die Lilly. Und jetzt zum Kawaii Sternstempelsprint. Also, es ist, wie schlage ich vor? Wasserschlacht. Das Ganze von Ruinen des Mystikwaldes spielen. Viel Spaß. Oh, noch was. Sprich doch mal mit einem Seeresort-Mitarbeiter, wenn du ins Seeresort zurückkehren möchtest. Ja. Ich will eigentlich kein Brett haben. Ich will eigentlich auch gar nicht mehr... Ah, ich will zurück, genau. Die Surfschule. Was? Lol, dieses Hallo war jetzt gerade richtig unerwartet. Hallo. Kannst du auch nochmal Hallo? Mhm. Okay. Willkommen in der Schule. Hier kannst du lernen, die Ausrüstung dieses Resorts zu verwenden. Willst du kurz welchen Kurs mache ich besuchen? Mal kurz schauen, was es da gibt. Kurs starten. Würde ich sagen, mache ich doch einfach noch schnell eine Schule. Im nächsten Part noch dazu. Und die Wasserschlacht, würde ich sagen, mache ich die beiden Sachen. Und ich würde sagen, das war's jetzt hier von dem Part. Ich muss mal schauen. Ich schaue noch kurz eine Sache, und zwar welcher Schulmensch mit Letter ist oder ob es einfach derselbe ist. Gehen wir mal zurück ins Resort. Bitte komm wieder hierher, wenn du das Resort zurückhören möchtest. Ja, ich will zurück. Tschüss. Frau. Braungebrannte Frau mit blonden Haaren. Ich will zurück ins C-Resort. Und mal kurz schauen, ist es der gleiche Typ? Whoop, beim Absteigen. Oh, unser Hund ist wieder da. Cool. Verstehe nicht, wieso der Hund nicht auf die Insel mitkommen konnte und einfach am Strand rumlaufen konnte. Das wäre doch auch gegangen. Bist du derselbe Typ? Ja, du bist genau selber. Gut, dann mache ich das am besten hier. Im nächsten Part die Schule und die Aktivität Wasserschlacht. Oder mal schauen, wie lange die Schule dauert. Das war's dann. Ciao, euer Zickerflick. Tschüss. Komm, Buffy. Schau mal die Kamera. Dann schau ich eben in die Kamera. Mann, du bist schon so ein Fiesling, Wu. Ciao. Jetzt schau da weg. Tschüss.